Ja, sag mal, wie schmeckt's? Na gut. Ja? Dir schmeckt's nicht? Und du? Ja, ja. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich euch heute ein neues Rezept zeigen kann. Und zwar, wie man hier diesen Rhubarb machen kann. Das ist ein roher Riegel aus gesunden Zutaten. Ich hatte euch schon einmal in einem alten Video, ich muss es mal rauskramen, euch unten verlinken, euch versprochen, dass wir das mal zusammen probieren werden. Ich habe es ausprobiert, es war sehr, sehr lecker. Ich werde euch mal die Zutaten erstmal einblenden. Das sind jetzt die Zutaten. Ich werde sie euch unten nochmal in den Informationen verlinken. Ich habe hier Kokosmehl, ich habe Chiasamen, ich habe Datteln im Wasser eingeweicht, gemahlene. Die Mandeln, die werden schmalen, ihr könnt gemahlene Mandeln direkt nehmen. Dann habe ich diese Kokosnussreste aus der Kokosnussmilch, Chiasamen, Kakaopulver ohne Zucker, Vanillepulver und Kokosöl. Da vermahle ich jetzt erstmal die Mandeln. Ihr könnt natürlich einfach gemahlene Mandeln nehmen, wenn ihr da jetzt keinen Mixer habt. So sieht es dann aus. Dann werde ich die eingeweichten Datteln mit ein bisschen Kokosöl und da gebe ich aber später nochmal Wasser dazu, sonst wird das nichts. Die püriere ich, könnt ihr auch mit dem Pürierstab machen, so sieht es dann aus. Und jetzt wird einfach nur noch alles miteinander vermischt. Das war's. Ich gebe dann noch 2 Teelöffel Schufli-Nussflocken. Zu diesen Schufli-Nussflocken wollte ich nochmal ein Video drehen, das sind sehr, sehr gesunde Tigernüsse. Sind aber keine Nüsse, also für Nussallergiker sind die schon mal ganz gut geeignet, haben auch sehr viele Vitamine. So, da gebe ich jetzt nochmal 3 Teelöffel Chiasamen, ein bisschen von dem Kokosmehl, müsst ihr aber nicht, das ist jetzt ein Teelöffel reines Kokosmehl, weil ich es gerade habe, aber wenn ihr es nicht habt, ist auch okay. Dann habe ich den Naturkakao und jetzt gebe ich nochmal diese Reste aus der Kokosnussmilch mit rein, das was immer übrig bleibt, wenn man es dann auspresst. Das vermische ich und so sieht es jetzt fertig aus. Da habe ich schon genascht, schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ihr könnt sie jetzt formen, wie ihr möchtet. Ich werde sie jetzt einfrieren, damit ich sie im Kühlschrank dann habe. Kinder, ich habe was Süßes für euch. Ich will, dass ihr mal probiert. Dann probiert mal, ist echt lecker. Ich habe es eben auch schon probiert. Probier mal. Könnt ihr nur ein bisschen reinbeißen. Es muss halt nochmal eingefroren werden. Das ist das Gesunde. Du kannst auch mal nur reinbeißen. Jetzt sag mal, wie schmeckt's? Na gut. Ja? Dir schmeckt's nicht? Und du? Ja, lecker. Lecker, gell? Schmeckt's dir nicht rein? Muss nicht jedem schmecken. Ich find's aber lecker. Dafür, dass es gesund ist, ist es lecker. Hast du dir jetzt alle geschnappt? Zeig mal deine Hand. Und der Mund ist auch voll. Okay, der Rest wird dann eingefroren. So sieht er jetzt aus. Das ist jetzt tiefgefroren. Jetzt habe ich mir ein Stück abgeschnitten. Mmh, schmeckt echt gut. Sehr süß. Und so tiefgefroren ist er sehr lecker, weil er so schön kühl ist. Und er wird sehr schnell weich. Achtet darauf, dass er nicht alles in einem Tag wegfuttert. In dem Rezept sind jetzt 3 Teelöffel Chiasamen. Man sollte pro Person täglich nicht mehr als 1 Teelöffel Chiasamen zu sich nehmen. Es gibt viele Rezepte bei Instagram, hier auf YouTube, wo Rezepte gezeigt werden, wo dann zum Beispiel 3 bis 4 Esslöffel Chiasamen genommen werden. Das ist nicht gut. Für die Gesundheit ist es nicht förderlich und es ist nicht gut, mehr als 1 Teelöffel Chiasamen zu sich zu nehmen. Informiert euch und guckt im Internet. Also glaubt nicht alles, was auf YouTube gezeigt wird, aber was auf Blogs gezeigt wird oder Instagram oder was auch immer. Es ist immer besser, selber nochmal zu recherchieren und sich nochmal zu informieren über Gesundheit, über Rezepte, über Ernährung überhaupt. Es werden so viele Rezepte gezeigt, wo dann unten drunter noch geschrieben wird, zum Beispiel auf Englisch very, very healthy, also sehr, sehr gesund. Und manchmal fasse ich mir an den Kopf und denke, das soll gesund sein. Ja, es sind vielleicht gesunde Zutaten, aber wenn man übertreibt, ist es nicht mehr gesund für den Körper. Also alles, was in Maßen zu sich genommen wird, ist okay, aber übertreiben ist nicht gut. Also wie zum Beispiel mit den Bananen, das ist ja jetzt so ein Hype, sehr viele Bananen täglich zu essen, 20 Bananen oder auch mehr täglich in den Smoothie reinzutun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gesund ist. Da werden vielleicht jetzt einige sich aufregen und sagen, nee, es ist gesund, es ist ja bio, es ist ja was weiß ich was für Vitamine, aber ich glaube nicht, dass die Natur das vorgesehen hat, dass ein Mensch von einer Sache so viel auf einen Haufen in so kurzer Zeit zu sich nehmen kann oder soll und das soll noch gesund sein. Das glaube ich nicht. Also alles, was in Maßen ist, ist okay. Was darüber hinausgeht, der Körper kompensiert das immer erstmal am Anfang. Man wird eh nicht krank von Anfang an. Es gibt viele, die das dann auf YouTube zeigen und die sind gesund und die sind fit. Aber ich bin mir sicher, nach einer langen Zeit, vielleicht auch nach Jahren,
zeigen sich erst die Krankheiten oder irgendwelche Beschwerden. Also übertreibt es nicht, alles in Maßen und informiert euch immer vorher. Nicht immer alles glauben, was gesagt und was gezeigt wird. Ich hoffe, dass das Rezept euch gefallen hat und dass ihr das mal ausprobiert. Dann müsst ihr jetzt nicht hier so 2 Euro für so einen kleinen Riegel bezahlen. Da sind 50 Gramm drin. Die sind übrigens auch sehr lecker, die gekauften Riegeln. Aber die selbstgemachten sind auch lecker. Und wenn man es eilig hat und rausgeht, kann man es einfach da rausnehmen aus der Box hier und mitnehmen. Und man hat was Süßes für unterwegs und auch was Gesundes. Ja, ich wünsche euch alles Liebe wie immer und bis zum nächsten Video. Tschüss!